So, hallihallo und willkommen zurück zum Daily Ranking nach unserer letzten Schlappe mit dem S-Bad. Ich versuch's nochmal, um zumindest irgendwie ein besseres Ergebnis rauszuholen. Und ein bisschen konzentrierter zu sein, in der Hoffnung. Gut. Dass er den Ball nimmt, war schon irgendwie klar. Ups. So, Konzentration. Wir machen jetzt die Verteidigung. Die beiden machen den Angriff. Wir bleiben schön hier im Strafraum. Oh. Nett gequetscht. Bin ich kurz rausgekommen, weil ich gesehen habe, dass der andere zurückgefahren ist. Zum Boosthorn. Dann habe ich dort halt vorne mit ausgeholfen. Ich weiß, eigentlich sage ich immer, man soll nicht rückwärts fahren, aber. Den habe ich doof gequetscht. Nicht so, wie ich den gern gehabt hätte. Oh, dummerweise viel zu sehr in unsere Richtung geflogen. Ich wollte ihn eigentlich da weiter auf den ihrer Seite halten. Und roll, 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 roll. Ui, ja! Woll, geht doch. Thanks. Da war ein bisschen schwierig, ihn aus dem Winkel noch reinzumachen. Aber hat funktioniert. Gerade so. Deswegen sage ich ja, eigentlich ist der Esper ganz geil mit der Form für schwierig zu haltende Schüsse. Also, die Form hat einfach die Eigenheit, dass die Bälle interessant fliegen. Okay. Oh fuck. Den hätte ich fast verkackt. Danke. Oh shit. Nice. Gerade noch gekriegt. Oh nö. Falsch eingeschätzt, dann muss ich die blöden Ballkamera ausmachen. Verboost. Zumindest ein bisschen. Uiuiui. Fast kein Boost. Das ist echt kacke. Ne, bin ich dagegen. Oh, kein Boost. Null. Nada. Verläng. Ho, ho, ho. Ich wollte sagen, verlänger ihn. Verdammt, ich habe echt keinen Boost. Fuck. Ich kann das auch, dass es kein Tor fällt. Ja, ich hätte ihn oben nehmen müssen. Nicht warten, bis er runterkommt. Oh Gott, was macht er denn hier? Ach. Uiuiuiui, wir sind ganz schön unter Beschuss hier. Gott, da war ich ein bisschen zu flach. War wahrscheinlich der Doppelsprung. Kacke.
Er flog sogar Richtung Tor, was nicht mehr geplant war. Oh shit. Da war ich halt nicht im Tor und er hat ihn so hingelegt. Da war ich noch auf dem Weg zum Tor, da hätte ich eher reinspringen müssen. Reingrätschen richtig, aber ich wollte versuchen, ihn zu treffen. Ah, kacke. Kacke, kacke, kacke. Wir haben ja die das ziemlich abgegeben. Die Bestimmung, wer wie spielt, mit welcher Geschwindigkeit. Oh, shit. Ah, schade. Ja, der kommt auf. Spannendes Match. Kann man nicht anders sagen. Oh, ein schöner Schuss. Oh shit, den krieg ich nicht. Jungs, ihr könnt nicht rausfahren, alle beide. Wo ist denn der andere? Ist neben mir. So. Oh, bitter. Bitter gequetscht. Ich will jetzt nicht davor. Ich finde das zu gefährlich. Außerdem sind schon zwei da vorne. Im Zweifel klaue ich dir nur die Bälle. Ja, genau, da brauche ich mich auch nicht hinfahren, weil die auch eher dran sind als ich. Gerade hinten, bin gerade nicht hinten. Und da hat die nämlich genau den Ball geklaut, so. Ich finde es super schwer abzuwehren. Ach, war schon zu schnell beim Runterfallen. Da wollte ich den eigentlich abwehren. Huch! Schön geschossen. Ich komme mal zurück hier. Ach komm! Nicht wieder wild wie Hühnchen durch die Gegend fahren. Das ist doch Kacke. Wow. Boah, das war knapp. Hatte ich echt zur Seite. Oh Gott! Beim Runterfallen erwischt er mich noch. Och Mann! Beim Runterfallen gibt mir den Kick. Dadurch fliege ich weg dort. Der von oben kam, der weit daneben. Und dann wurde ich einmal rumgekickt. Wie gesagt, wie Hühnchen, ne? Ich war wieder kurz vor ihm und er fährt trotzdem, er boostet trotzdem durch. Muss eigentlich gehört haben, dass ich neben ihm bin. Wäre da hinten im Tor geblieben, wäre es besser gewesen. So, gucken wir mal, nächste Runde. Komplett andere, glaube ich. Ja, verdammt. Ah, verdammt. Ach, komm schon. Ach. Ich muss schnell nach unten. Och Gott, ernsthaft, direkt vor seine Fresse wieder. Oh, dass er ihn genau wieder zurückspielen kann. Ist das nervig. Ach, nein, ich war zu flach. Oh je, und da hat er den wieder dem Tormann weggespielt.
Ne. Nicht zweimal wegspielen lassen. Oh je. Damit habe ich nicht gerechnet, dass er den anhält. Ich gehe mal zurück. Boost sammeln. Ah, Boost wieder alles. Oh je. Der Quetschball genau in die Mitte. Ne. Jetzt musst du aber abwehren. Och, ernst. Wow. Der war aber nicht schwer. Warum hat er den denn verkackt? Er war irgendwie am Wenden und er hätte einfach nur... Er hatte keinen Boost. Er hatte no Boost. Ah, dann einfach warten, bis er da ist und nicht vorher schon losfliegen. Den kann man auch auf den Boden abwehren. Einfach mit einem einfachen Doppelsprung. Ja, das war zu früh gespielt. Oh Gott. Ah, da kommt doch keiner ran. Ach, fuck. Wir klauen uns viel zu oft gegenseitig den Ball. Viel zu oft. Ja, solche quergeschossenen Bälle. Wow. Jetzt fängt der DKI wieder an jeden fucking Ball zu springen, Mann. Ja, wie gesagt, an jeden fucking Ball zu springen. Oh nein! Der ist komplett anders abgeprallt, als ich dachte. Quetschball. Wieder geblockt. Muss nur jemand da sein, der mal mit dem Ball ein bisschen was macht. Komm schon, spiel ihn. Oh, oder so. Ich habe ihn verfehlt, komplett. So, wir holen das noch. Komm schon, Psyduck. Ach komm. Gib Gas. Oh, und auf dem Boden. I got it. Okay. Dann hol ich mir Boost. Wenn er sagt, I got it. Hui! Zumindest davon abgehalten, dass er wieder in die Ecke reinfliegt. Oh. Oh, fuck! Ach, verdammt, ich vergesse es immer, dass es das umdreht. Oh, schade, dann fast passt geworden. Hätte er eine Vorwärtsseite gemacht, hätte er ihn vielleicht reinlenken können. Oh oh. Uiuiuiuiui.
Oh, fuck. Na, hätte ich eher rangehen müssen. Der stand genauso kacke wie ich. Hm. Psyduck. Angriff, irgendwann mal. Oh, fuck. Den hätte ich besser landen müssen. Hier davon abgehalten, dass er in unsere Richtung fällt, auf unsere Seite. Ach, ist ja super defensiv. Okay, dann wenn er Ich würde sagen, wenn er defensiv im Tor steht, kann ich vorgehen, aber dann ist er vorgefahren. In dem Moment macht er den Move nach vorne. Oh, schade. Er nimmt ihn aus der Mitte raus. Ach, komm. Ui, 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 ui. Oh. Ach so. Ja, ich hätte ihn sein lassen sollen und ihm anderen übergeben. Hat er schon recht. Hätte er eigentlich machen müssen und nicht ich. Weil ich hätte ihn super seitlich. Das ist einfach schwierig, den sinnvoll irgendwo hinzuspielen. So, defensive 3 Minuten Nachspielzeit schon. Krass. Echt ein gutes Spiel. Gleich wieder, wie ich ihn vorhin gemacht habe. Jetzt bitte, sag mal, ja. DKI, wie wär's, wenn du... Springt halt wieder an. Jeden Ball. Oh, fuck. Ah, falsche Taste. Hier ist kein Boost. Schlecht. Das Fahren ist super anstrengend und super schwer, finde ich. Okay, hat er gut abgewehrt. Ach, das blöde Abpraller. Ich weiß nicht, aber ich kann ihn nicht so richtig gut einschätzen, ob er da jetzt knapp hochrollt. Oder nicht. Und er hat's wieder. Ja, great pass. Nee, war's nicht, du, der. Komm. Der die einfache Verteidigung verpatzt hat. Nee, war's nicht, du. War mein great pass. Ja, Psyduck. Ganze Zeit nur so halb mitspielen und dann sowas raushauen. Alles klar. Ach, DKI. Der eine macht nix und der andere springt nach jedem Ball. So. Danke. Also die dritte Runde wenigstens noch sinnvoll wird. Anscheinend bringt er erstmal wenig Glück. Vielleicht sollte ich dann doch lieber wieder was anderes nehmen. So, auf geht's zur dritten Runde. Wieder in der Party-Lobby. Okay. Oh. Wow. Ernsthaft?
Ich würde sagen, wir spielen doch zurück. Oder echt ist unter mir durchboosten und mich zerstören. Wow. Oh fuck. Boost. What the fuck? Wo kommt der denn hin? Er geboostet. Das hat mich voll verwirrt, dass der plötzlich ein Teammate querboostet und den Ball nicht andersweise trifft. Der boostet plötzlich quer durch und macht nichts. Das hat mich völlig aus dem Ruder gebracht, sowas. Damit kann ich nicht umgehen. Damit kann ich einfach nicht umgehen, wenn er plötzlich ein Teammate querboostet, was ich gerade dachte, das ist hinter mir. Und ich kann safe daran boosten. Gott, der ist schon wieder neben mir. Meine Güte. Och, komm. Ja. Falschen Winkel. Er macht halt trotzdem daraus die Vorlage. Ich raff's nicht. Er macht den Winkel. Gott, ey. Nice. Komm. Doch wann boosten sollen. Ich dachte, irgendwann spielen wir noch ein bisschen weiter in die Mitte rein, aber nö. Mitte! Ja, schön versenkt. Ja, nochmal drüber gehoben und über den Verteidiger, der angeflogen kam. Und dann konnte er ihn direkt reindreschen. Hat er zwei Tore direkt abgelegt bekommen. Der Trüß. Zack, zack, zack. Och, ich wollte einen Vorwärtssalto machen. Oh nein, Boost, Alter. Boost, Alter. Er kriegt das dritte Tor auch direkt draufgelegt. No, Mann. Der hat aber auch ein Gefühl dafür, wann er absnacken kann. Meine Fresse. Das war ein bisschen spät. Da hätte ich nicht mehr reagieren können, wenn ich da nicht hätte hinfahren wollen. Von Anfang an. Das ging mit dem Esper gerade besser. Ich habe nämlich gerade noch mal eine Runde das Fahrzeug gewechselt, weil das der Esper anscheinend echt kein Glück gebracht hat. Nicht mal so ein bisschen. Zu hoch. Und der Hammer ist angeboostet. Flieg, Ball, flieg. Aber kriegt er echt. Er kriegt das vierte Tor.
Oh, krieg das vierte Teil. Da steht immer Gold richtig, um das Ding reinzudrehen. Ja, der hat's fast noch geblockt. Wäre beide in die kurze Ecke gefahren, hätte es sogar mit Sicherheit geblockt. Stand da wieder ein bisschen weit draußen. Wupp, wupp. Sind sie alle Panik ergriffen ins Tor gefahren? Da muss man bloß noch reindrehen. Ja, ihr seid doch eine Party, ihr könnt doch miteinander reden. Hoffe ich mal. Oh fuck. Verfehlt. Oh shit. Okay, er verlängert den. Dann muss ich es nicht tun. 5-1 aber schon bitter. Ah, hat ein bisschen rausgeholt für das gerade die 2x1-2 verlieren. Hätte sogar jemand noch ein Tor machen können für 6-1. Und da gab es noch eine Dreierkiste. Habe ich schon wieder eine übrig. Ich krieg auch irgendwie nur Dreierkisten. Naja. So, das war's wieder mit dem Daily Ranking für heute. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Den Esper werde ich wohl nicht mehr spielen. Außer irgendwie, ich spiele zumindest kein Ranking. Ja, danke fürs Zuschauen und bis morgen.